Bei Innos war das ein Kampf in der letzten Folge, als es um Jakos Tod ging. Ja, da habe ich auch sehr lange für gebraucht und vielleicht habt ihr auch die Deleted Scenes angeguckt. Das war ein bisschen kompliziert. Dann gucken wir mal, was es alles so noch zu looten gibt. Ich weiß, ja, hier ist noch ein Holzbecher. Und hier ist noch eine verschlossene Truhe, die wir noch knacken müssten. Oh. Gucken wir mal. Und übrigens herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit 250 Gold, die wir uns wieder gleich mal krallen werden. Gut, okay, ein Dietrich ist mir abgebrochen, aber das ist nicht so schlimm. Die Truhe hatten wir ja geöffnet. Jetzt gucken wir mal weiter ins Logbuch hinein, welches da heißt, die Ork-Söldner. Und im letzten Absatz steht, die Ork-Söldner auf Tamora wurden besiegt. Das sollte ich sogleich dem Statthalter melden, also Bruno. Das werde ich aber noch nicht machen. Warum? Weil ich noch ein bisschen die Insel erkunden will. Und habe ich noch was zu hacken? Nö. Ach nee, das ist zu weit entfernt gewesen, wahrscheinlich von der Seite. Ich glaube aber nicht mehr, dass ich was zu hacken habe. Ich hätte natürlich auch vorher in meinem Inventar gucken können, ob ich da noch Holzstämme habe. Ja. Ja, wie schon gesagt, ich werde mich jetzt mal ein bisschen auf der Insel umgucken. Die Quests, beziehungsweise die Hauptquest ist sozusagen erledigt. Die Ork-Söldner sind erledigt. Und ich werde jetzt ein bisschen auf Experiences Jagd gehen und werde mich wieder melden, falls es irgendwas Unerwartetes kommt. Also falls was Unerwartetes kommt. Ja, und bis dahin sehen wir uns dann mal. Oh, diesen Pfeil, der schwebt da so mitten rum. Statten wir den Jägern mal wieder einen Besuch ab, weil ich möchte noch ganz gerne was lernen. Und zwar... Zeigt mir, wie man jagt. Horn eines Schattenläufers. Ich habe noch 11 Lernpunkte. Klauenhacken. 5. Blutfliegenstachel. Da könnte ich eventuell Gift herstellen später. Das ist meine Vermutung. Und Zähne reißen. Also, ich werde auf jeden Fall erstmal das Horn eines Schattenläufers. Das Schattenläuferhorn ist sehr hart und lässt sich gut zur Herstellung von Statuen oder Werkzeugen verwenden. Aha, wieder etwas gelernt. No, also ist jetzt genau 6. Dass ich da noch ein bisschen in Stärke investiere und nicht alles in irgendwelche Kampf oder in irgendwelchen, na ja schon, Lerntalenten, Jagdtalenten investiere. Weil Klauenhacken ist natürlich. Ach, schon wieder diese Bienen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, bis später. Nochmal wilde Bienen. Und eine Honigfarbe. Ach, das ist auch toll. Ja, wohl vergessen. Okay, ich melde mich, falls es wieder was gibt. Ich loote noch auf der Insel rum. Vielleicht kriege ich ja noch einen Schattenläufer zu fassen. Richtig, irgendwo da hinten in der Richtung. Am Strand war noch ein Schattenläufer. Und zwar hier ist er. Der hat da oben gelegen. Ich bin hier runtergelaufen, hier schnell hochgeklettert und habe ihn direkt unter mir. Und dann wollen wir ihn mal mit ein paar Pfeilen bearbeiten. Oder er haut ab oder springt da freiwillig rein. Das kann es aber nicht sein. Oh, jetzt hat er mich gleich. Ich wollte den Feuerpfeil haben. Ja, das sind wieder so unvorhergesehene Geschichten, wo ich mir denke, was machst du denn da? Wieso bist du jetzt plötzlich wieder in so einem komischen Dribbelloop? Wo läufst du denn hin? Oh, dass die Leute immer so suizidgefährdet sind. So, nach dem gleichen Prinzip wie eben. Hallo? Anlocken und hoffen, dass er unten bleibt. Weil die KI von diesem Schattenläufer, die ist echt nicht zu unterschätzen. Auch wenn wir die Feuerpfeile drauf gehen sollten, das ist mir so wurscht. Sache, ich kann mal wenigstens einmal ein Horn des Schattenläufers ziehen und bin gespannt, wie viel Erfahrung. 250 Erfahrung. Das war ein Kampf. Ja, manchmal ist er auch da reingefallen beim Anlocken oder ist hier einfach so wild durch die Gegend gewandert. Also wirklich,
So, was haben wir denn? Rohes Fleischfell eines Schattenläufers und Horn eines Schattenläufers. Das ist ja klasse. Ja, nachdem ich noch ein bisschen was gelootet habe, so in der wilden Natur, ein paar Beeren, eine Goblinbeere habe ich noch gefunden, die war in so einer Vertiefung drin. Naja, Tierchen sind mir nicht mehr entgegengekommen, aber dafür statten wir noch mal hier dem alten Steinkreis einen Besucher ab. Einen Besuch ab, meine ich. Und gucken wir mal. Hey, Herz eines Silbergolems. Noch ein Salzgolems. Herz eines Steingolems. Ach, die Teile kann ich ja wieder mitnehmen. Das ist ja gut. Weil ja der Abraxas ist ja kaputtnick, ne? Der ist kaputtnick. Weiter geht's. Usch. Und Bruno davon erzählen, dass wir mal wieder die Orksöldner, nicht mal wieder, sondern die Orksöldner bekämpft haben auf der Insel. Die Orksöldner sind keine Gefahr mehr für Tamora. Ist das wahr? Ja. Na schön. Hoffentlich werden wir es nicht eines Tages zu bereuen haben. Angst? Ja, verdammt nochmal. Wenn die Orks davon Wind bekommen, machen sie uns fertig. Ja, wir haben zwei Queste erledigt. Gucken wir mal hier. Wo war das nochmal? Unruhen auf Tamora. Das Problem mit den Ork-Söldnern konnte ich lösen, steht da. Da war aber noch was. Die Ork-Söldner sind natürlich jetzt auch erledigt. Ja. Ich habe Bruno berichtet, dass die Gefahr, die durch die Ork-Söldner ausgegangen ist, beendet ist. Das ist natürlich gut. Ja, rausgehen. Gucken, wie viel Gold wir haben. 559. Was haben wir noch an Erfahrungspunkte zu sammeln? Unheimlich viel. Ja, dann gehen wir mal in die Stadt. Hey du! Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Tja, nachdem ich hier beim Finko schon ein bisschen was gemacht habe oder eingetauscht habe, sehe ich, falls mir irgendwelche gefährlichen Golems wieder entgegenkommen, ich denke mal da an Salzgolem oder an Steingolem, kostet 2200, so viel habe ich nicht und Stärke 120 habe ich auch nicht. Das wird übelst, wenn wir in die Salzmine gehen. Die ist ja wahrscheinlich bei der Burg. Und noch was ist mir aufgefallen, da muss ich aber aufhören mit Handeln. Ich habe nämlich noch ein Elixier gefunden und zwar hier ein Mana-Elixier, Elixier des Geistes. Wir trinken mal eben und haben 5 Mana. Das ist doch schön. Ach ja, dann gehen wir mal wieder rüber zum Schiff, berichten mal darüber, dass die Ork-Söldner von der Insel Tamora beseitigt sind. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen lecker Bonus. Für den König. Ja, endlich. Für den König. Sehe ich auch so. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein bisschen Experiences Points. Und wir schauen uns mal den Gernot an. Nee. Auch nicht. Gucken, Lord Baldwin, vielleicht ist es eine Oberaufgabe. Nein, auch nicht. Das war wohl nix. Das war ein Satz mit X. Wenn wir schon auf dem Schiff sind, dann kann ich ja schon mal gleich mal wieder ein Baumstämmchen sehen. So, Pfeile bearbeiten. Und 100 Pfeile schärfen. Ja, auch das haben wir erledigt. Dann wollen wir mal wieder rüber zur Insel Tamora fetzen. Und bevor ich mich dann mal rüber zur Insel Tamora mache, geht es noch zu Halva. Mal gucken. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Wie das aussieht mit der Stärke. Ich habe noch 6 Lernpunkte. Das heißt also 3 Stärkepunkte holen, die mir dann folglich 6 Lernpunkte kosten. Das hat auch geklappt. Und schaut mal, es ist teurer geworden. Verstehe. Aber dafür
Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja, danke dir halber. Aber dafür haben wir dann gerundet. Und zwar, wenn wir hier gucken, bin ich wieder auf 60 Stärke gekommen. Das ist doch klasse. Auf zur Insel Tamora. Das ist eine schöne Sache. Von Radius Gernotius. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. Jo, auf geht's dann irgendwie in die Stadt oder vor die Stadt, besser gesagt. Fischerdorf, Burg, Innos Tempel. Was haben wir denn alles hier? Tamora Stadt. Ja, okay. Von hier aus müsste ich dann sozusagen mich verlaufen. Und zwar, ich werde jetzt zur Salzmine gehen. Mal gucken, ob ich die finde. Ich melde mich wieder, nachdem ich das hier gerafft habe. Hier ist nämlich ein Handwald. Ne, westliche Berge, okay. Also, ich melde mich wieder zur Salzmine. Da sind wir schon mal in der richtigen Richtung. Menno, 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 das kann doch so weit nicht sein. Zur Salzmine. Ich sollte mal hier im Felsen gucken. Ich war hier schon öfter und hab das irgendwie immer übersehen. Ach, da. Hier ist ein Eingang. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist mir gar nicht aufgefallen, liebe Leute. Dann schauen wir uns doch mal um. Ob wir hier nicht schon mal waren. Gibt es nämlich auch wieder so einen Bogen. Und das ist ja jetzt die Salzmine. Okay. War ich hier schon? Nö. Auf jeden Fall sind da irgendwelche komischen Salzcrawler oder sowas. Vielleicht heißen die ja Salzcrawler, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Na, soweit reicht. Doch, da steht was. Salzcrawler war Warrior. Warriors of the Wasteland. Ja. Feuerpfeile habe ich noch nebenbei hergestellt. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, also bis jetzt greift mich hier noch keiner an. Das heißt also, ich kann schon mal hier anfangen zu hacken. Einfach mal hacken. Was nicht zu holen. Also da war ich hier schon. Ach, mein Gedächtnis lässt nach. Lass mal speichern. Vielleicht kann ich ja mit meinem wunderbaren Degen... Ach, natürlich war ich hier. Liebe Leute. Mann, oh Mann, hier habe ich doch den Fokus geholt. Ach, ja, ist das lange her. Ja, das ist lange her. So, mal gucken. Ist denn keiner, der hier schon mal auf mich aufmerksam wird? Hallo? Jetzt, der wird aufmerksam. Locken wir den mal raus. Dreimal warnen. Zweimal springen. Waffe ziehen und... Oh. Er ist übel. Ja, da schauen wir doch mal. Hallo Leute, ich stelle mich mal hier mal auf den komischen Klumpen hier. Oh, auch noch einen blöden Heinz da. Einen blöden Salzgolem. Nee. Ich will dich locken. Ich will euch frohlocken. Ach, da ist er. Ach, jetzt ist der auch noch hierher dahergekommen. Okay. So, ich habe natürlich schon mal ausgetestet, dass ich hier hoch kann. Weil ich habe natürlich nichts Gescheites an Zermalma oder sowas. Wo ist das die Spitze? Und so wird mein Golem hier nicht angevisiert. Ah doch, hat ein bisschen unterschiedlich. Ah,
Also selten. Salz brennt nicht, Leute. Zucker brennt. Vor allem zusammen in Verbindung mit Salpeter. Es gibt eine schöne rote Flamme. Was sagt denn unser Salzgolem, der hier hängen bleibt? Nee, das hat er nicht geaimt. Ah, da ist noch ein Salzkrabbler. Aha. Habe ich dich beim Karussellfahren erwischt? Ach ja, und wo bist denn du, Salzgolem? Ich sollte natürlich vorher meine Golem-Rüstung anziehen. Dann geht's ab. Eventuell. Oh, jetzt lässt der Roland wieder seinen Feuerpfeil fallen. So. Batsch, batsch. Und, machen wir jetzt den Risikosprung oder nicht? Ich mache ihn dann. Hä? Ach so. Nee. Komisch, die Anzeige fehlt. Ich treffe ihn, aber die Anzeige fehlt. Da müsste noch ein bisschen nachkorrigiert werden. Es kann wahrscheinlich sein, dass es an der neuesten Testversion liegt. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie stark dieser Salzgolem verletzt ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, er hat mich ein bisschen angetatscht. Mache ich das auch schon wie Roland. Ja, das ist natürlich jetzt eine blöde Geschichte hier. Ich kann natürlich jetzt nicht sehen, wie viel der Salzgolem hier. Okay. Ah! Na also. Okay, ein Golem-Herzchen, wo bist du? Aha, okay. Also da ist noch irgendwie was falsch gelaufen. Mal gucken, was gibt's denn bei Salzcrawler? Mein Crawler, die Zangen können aufgebrochen. Okay, das Sekret da drin kennen wir ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Weiter geht's. Wie viele sind's denn noch? 1, 2, 3, 4, oder? Und bestimmt noch mehr. Die Mine ist größer, so wie ich das sehe. Überlegen. Raff ich das jetzt oder greife ich erst. Wo kam er denn jetzt plötzlich her? Ist noch ein Salzgolem. Ach, einen goldenen Ring gibt's hier noch. Schön. Gibt's hier noch mehr? Habe ich hier noch mehr vergessen? Kann ja sein. Okay, der ist jetzt gewarnt. Ja. Ein bisschen Fleisch essen. Und mal gucken, diese Minecrawler, die kriege ich nicht so zu fassen, wie ich gerne möchte. Okay. Okay, da kommt er schon. Schade. Auch in dieser vorigen Szene hat mich die Intelligenz nicht geküsst, denn ich habe wieder vergessen, die Rüstung zu wechseln. Mein Gott, ist das vielleicht eine Umkleiderei hier. Yusuf, na. So, jetzt aber. So, Kuckuck. Hallo. Okay, und rüber. Und Waffe ziehen. Ah. Wieso läufst du nicht? Mein Gott, der strampelt aber rum.
So, ich glaube, ich habe die Taktik herausgefunden. Und zwar immer, wenn er am Heben, seine Zangen hier am Heben ist, ist es an der Zeit, loszuschlagen und Treffer zu landen. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter hier noch ausführlich zu zeigen bei den restlichen. Die werde ich natürlich jetzt im Off alle erledigen und dann Salz hacken. Bis später. Ja, es gibt nicht nur Minecrawler, Salzcrawler Warrior, sondern auch kleinere. Bin ein bisschen verletzt, musste auch ein bisschen was zu mir nehmen. Und hier ist noch ein Seitenstollen. Okay, der geht nicht weit. Hier sind noch zwei drin. Na, dann wollen wir mal bekämpfen. Na, der saß ja gut. Nee. Okay. Hallo? Okay, jetzt. So, ist das auch ein normaler Crawler hier? Nee, das ist ein Warrior, ne? Der hat so dicke Hände. Ah, da muss ich doch lieber was essen. Okay. Mal gucken, wie er drauf ist. Falsche Kombo. Also mein Seitenausfallschritt funktioniert so nicht bei denen. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja, dann wollen wir hier mal weiter schürfen. Ich melde mir. Ja, auch so Hindernisse wie hier die Holzstreben, um dem Salzgolem einen auf die Omme zu hauen. Sind ganz ein Vorteil, wenn er nicht aus dem Wege geht. Oh. Ja, super geil. Naja, das müssen wir hinkriegen. Springt immer wieder zurück. Naja, okay. Das verschnellern wir mal oder überspringen wir mal. Sonst ist es zu langwierig. Ja, so wie das aussieht, ist das hier der letzte Salzcrawler. Hier ist der geht auch zurück. Ich gehe auch zurück. Und jeder kriegt ein Stück Salz. Nein. Ja, und dann werde ich jetzt nur noch die hier. 1, 2, 3. Oder gibt es denn wieder einen Seitenstollen? Ach ja, dann werde ich die auch nochmal surfen und gucken wir dann in dem Nebenstollen, was es da noch gibt. Ja, dann schauen wir mal rein. Ganz vorsichtig um die Ecke gelunzt. Oh! Monsieur Golem! Monsieur Salzgolem! Warum habe ich jetzt plötzlich einen salzigen Geschmack auf der Zunge, möchte ich mal wissen. Okay, dann, das ist ja ziemlich schmal hier, dann holen wir mal raus. Ach, er bleibt auch mal wieder lecker hängen. Jo Gott, dann kann ich ihn aber ja ganz easy und einfach. Ah, doch nicht so. Und ein bisschen Abstand halten. Und... Ah! Mann! Ich muss ihn mal an die Mauer drängen hier, an die salzige Mauer. Ah, der hat mich schon ein bisschen getroffen mal, aber... So, jetzt wird da draußen... Wird daraus wohl ein salziger Salzstein werden. Oder mehrere salzige Salzsteine, wenn ich ihn gleich hier mal richtig schön verkloppt habe. Und noch ein Hau und... Ne? Ah, sehr gut. Da zerbröselt da der Salzgolem. Und es gibt wieder Salz. So, falls wieder was sein sollte, mal schön die alte Panzerplattenrüstung hier nehmen. Abspeichern. Und ich melde mir wieder.
Oh, das ist auch nur eine Sackgasse gewesen. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir an Fähigkeiten haben. Schürfer 20%, passabel. Schön. Dann gucken wir auch mal in unserem Inventory, also in unserem Inventar, wie viele Salzklumpen wir denn haben. Wir haben 85 Salzsteine, das ist doch klasse. Und wo geht's jetzt hin? Richtig, in die Burg. Oh, das mache ich mit meinem Mana. Und, wo ist Bruno? Bruno pennt. Dann pennen wir auch mal eine Runde. Ich Doofkopf, ich hab doch ein Dings. Jetzt musste ich wieder zurücklaufen, damit ich so ein bisschen die Position hatte. Ich hab doch einen Schlafsack. Meine Herren. Den muss ich mir noch gewöhnen, an diesen Schlafsack aus Ziegenfell. Boah, auf diesem kalten Burgmauerboden. Boah, bäh. Da ist doch Brunochen. So, dann wollen wir das wieder einpacken. Bruno Bescheid geben. Wegen der Salzmine. Ja? Was ist mit der Mine? Sie ist wieder frei. Die Monster dort sind erledigt. Hier sind die Salzbrocken, die ihr haben wolltet. Sehr gut. Jetzt geht's noch weiter. Weil so... Ich denke, wir haben alle Minen durch. Wegen den Minen. Ja. Ja? Was ist mit diesen? Sie sind alle wieder zugänglich. Du hast es also tatsächlich geschafft. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Aber vergiss nicht, wir brauchen noch unbedingt mehrere Butler, die in den Minen arbeiten. 3 Butler je Mine. Also 9 Mann insgesamt sollten es schon sein. Da dies nicht einfach sein wird, hast du natürlich Zeit, um diese herbeizuschaffen. Ich hoffe allerdings, dass es nicht zu lange dauern wird. Tja, das werden wir für viel später machen müssen. Wenn ihr gelobt wird, an König Robert die Treue zu halten, das war ja die Bedingung. Wenn ihr gelobt, Statthalter Bruno, fortan König Robert die Treue zu halten, werden wir Tamora vor jedem Feind beschützen, so gut es nur geht. Na schön. Ich gelobe hiermit König Robert II., dem Herrscher von Myrtana, Treue und Gehorsam. Gut, und jetzt sagt mir, wo die Orkflotte und die mit den Orks verbündeten Korsarenschiffe hingesegelt sind. Die sind in Richtung der Insel Adarmos weitergesegelt, also weiter nach Westen. Adarmos, okay. Hoffentlich sieht's da nicht so scheiße aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wegen Darm. Ja, dann viel Spaß. Hoffe ich, dass ihr gehabt habt hier in dieser Folge. Ich auf jeden Fall auch. Lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich sage Tschüssi, Arrivederci und Goodbye.